In 5 WM-Kämpfen und in mehr als 150 Partien haben sich Anatoli Karpow und Garry Kasparow auf und jenseits des Schachbretts heftig bekämpft. Kasparow konnte schon einmal bei einem Fehlzug Karpows feixen, ungläubige Grimassen schneiden und sich gar ein lautes Lachen nur mühsam verkneifen. Ja, sogar diesen als Mafioso und Söldner des Sowjetregimes bezeichnen, dessen Fäulnis der Gedanken nur im ungelüfteten Kämmerlein gedeihen könne. Und Karpow auf feinere, aber doch maliziöse Art sich über den Rüpel Kasparow auslassen. Und doch waren beide einander sehr wichtig. Der junge Himmelstürmer Kasparow mit seinem verwegenen Opferstil, mit seiner schier unerschöpflichen Energie, der mit 22 Jahren der bis dahin jüngste Schachweltmeister wurde, und der damals eher schmächtige Karpow, von dem Spassky einst sagte, trotz seiner Unscheinbarkeit ist er innerlich ein Tiger. Und der bei der dramatischen zweiten Wettkampfpartie in Sevilla 1987 im Gegensatz zu Kasparow sein Pokerface bewahrte, als Kasparow in Zeitnot die Uhr zu drücken vergaß. Ein unerhörter und einmaliger Vorgang. Karpow hatte Schwarz. Und Kasparow begann mit C2, C4 und Karpow, nach einigem Nachdenken, ganz überrascht über den Zug C4 von Kasparow, der bis dahin noch nie geschah, hat sich etliche Züge Auszeit genommen, vielmehr etliche Minuten Auszeit genommen, bis er schließlich doch hier Springer F6 zog und dann die nächsten Züge aber auch schnell folgen ließ. Und es ging weiter, Springer C3, E7, E5, also wenn man so will, ein umgekehrter Sizilianer, Springer F3, Springer C6, G2, G3, Läufer B4, Läufer G2, kurze Rochade, auch von Weiß, kurze Rochade und jetzt E5, E4. Der Bauer greift schon mal den Springer an, natürlich ist der Bauer auch jetzt sehr gefährdet. Der Springer kommt nach G5. Und greift den Bauern an, natürlich auch der andere Springer und der Läufer. Und dieser Bauer auf E4 ist durch einen anderen Bauern nicht zu decken. Und da er dreifach angegriffen ist und nur einfach gedeckt, da fehlt auf jeden Fall was. Also musste Schwarz einen der Angreifer entfernen und nahm deshalb den Springer auf C3. Der B-Bauer nahm in dem Fall wieder und Turm E8 deckt also jetzt zum zweiten Mal. Springer und Turm decken den Bauern und er ist ja auch zweimal angegriffen. Und hier zog Kasparow F3. Und bekannt war nun E schlägt F3. Also das wurde schon häufiger gespielt. Aber Karpow hatte für diese Partie etwas Neues vorbereitet, und zwar den Zug E4, E3. Und Kasparow, ob dieses, Moment, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, Kasparow, ob dieses unvermuteten Zuges, hat 83 Minuten lang nachgedacht. 83 Minuten. Damals, es wurde mit 2,5 Stunden für 40 Züge gespielt und 83 Minuten ist also fast 1,5 Stunden saß er hier über dieser Stellung und hat alles geprüft, ob er also hier doch zugreifen soll und sich den Doppelbauern, aber dann ist seine Bauernstellung doch ziemlich kompromittiert und letztendlich hat hier Schwarz sicherlich guten Ausgleich für diesen Bauern weniger. Und schließlich hat Kasparow davon Abstand genommen und D2, D3 gespielt. Karpow, der natürlich genau Bescheid wusste, setzte ziemlich schnell mit D7, D5 fort. Und jetzt kam Dame B3, um auch nochmal den Druck auf D5 zu erhöhen. Springer A5 greift die Dame an. Und die weicht vor dem Angriff nach A3 aus. Jetzt ist der Springer natürlich angegriffen. Also C7, C6 ist ohnehin ein nützlicher Zug, um D5 zu decken. Und gleichzeitig
hat jetzt die Dame auf D8 den Springer auf A5 im Visier. Weiß nahm auf D5 weg, Schwarz nahm wieder. Auch vielleicht, Weiß hat ja immerhin ein Läuferpaar und dem Schwarzen fehlt inzwischen der schwarzfältige Läufer. Also er will die Stellung grundsätzlich möglichst offen halten. Jetzt auch F3, F4, ganz in diesem Sinne, um dem Läufer hier den Blick nach D5 und überhaupt den freien Ausblick zu gewähren. Der Springer, der Randspringer kommt wieder nach C6 zurück. Der Turm geht hier auf die halboffene B-Linie und bindet so auch den Läufer an die Deckung des Bauern B7. Die Dame kommt nach C7 und dadurch ist natürlich jetzt der Läufer auch frei zu einer anderen Entwicklung. Wir werden es gleich sehen. Jetzt Läufer B2 und der Läufer kann nach G4, wo er jetzt den Bauern E2 bedroht. Und in all dieser Partiephase spielte Karpow ziemlich langsam und sein Vorsprung an Bedenkzeit, der verringerte sich bis auf 20 Minuten. Und hier hat Kasparow mit C3, C4 das Spiel verschärft. Und der Zug, der spekuliert auf Folgendes. Wenn jetzt Schwarz den Bauern nimmt, dann Turm E1, der Läufer geht wieder zurück. Und jetzt nehmen auf D5 und ja, wohin soll der angegriffene Springer gehen? Wenn er nach D8 geht, dann kommt auch noch Läufer E5 und also hier kann Weiß mehr als zufrieden sein. Auch der Bauer E3 wird bald ein Kind des Todes sein. Also, so nicht. Deswegen hat hier Karpow vom Nehmen des Bauern E2 Abstand genommen, sondern stattdessen den Bauern auf C4. Aber jetzt kommt es zum Zwischentausch. Kasparow nahm jetzt unmittelbar den Springer auf F6 und nach Wiedernehmen haben wir jetzt wirklich eine ganz brisante Stellung, die also nichts mehr von einem ganz geschlossenen und wenig aufregenden Spiel an sich hat. Der Springer ist angegriffen und ging nach E4 zurück und droht von hier mit der Springergabel. Ja, und diese Bauern, F7 und F6, die sind natürlich alles andere als Zierden ihrer Zunft. Dieser isolierte Doppelbauer, isoliert in dem Sinne, weil der Bauer E3 natürlich schon ganz weit vorne ist. Und hier Ex-Weltmeister Boris Baske kommentierte übrigens im Analyseraum und er meinte, dass Karpow bereits in höchster Bedrängnis ist. Karpow spielte jetzt König G7, um den Bauern auf F6 zu decken. Und was Baske im Sinne hatte, warum er die Lage als so gefährlich für Karpow ansah, das war sicherlich der Zug Dame C3, der ausgesprochen gefährlich, das Schlagen auf F6 droht. Natürlich gibt es hier sehr, sehr viele Varianten. Aber letztendlich ist vermutlich Dame D8 am besten, um das zu decken und dann mit der Dame sich auf D4 dazwischen zu setzen, eventuell auch mit dem Springer D4. Aber gut, all die Varianten, die kann ich Ihnen nicht zeigen. Aber so hätte es auf jeden Fall kommen können. Aber hier hat Kasparow nicht Dame C3 gespielt, was wohl das Beste gewesen wäre, sondern nahm den Bauern auf C4 unmittelbar wieder. Und Karpow spielt jetzt Turm AD8, entwickelt auch noch seinen Damenturm, sodass dieser Turm auf der offenen D-Linie gut wirken kann. Auch der andere Turm, beide Türme stehen da sehr gut. Schwarz ist bestens entwickelt. Und hier immerhin der Bauer E2 ist eine Schwäche und droht vom Läufer G4 bei Gelegenheit gefressen zu werden. Jetzt kam Turm B3, um sich nochmal auf den Bauern E3 zu setzen. Schwarz, Karpow spielte Springer D4 mit Angriff auf den Turm B3, aber auch zum Bauern E2. Weiß nahm auf E3. Und wenn jetzt zum Beispiel Schwarz der Verlockung dieser Springergabel nachgegeben hätte,
Springer Gabel gegen Dame und gegen Turm, also Beute ist sicher. Dann kommt eben wirklich jetzt die Dame nach C3 und nach Springer schlecht E3 und Springer schlecht F6 ist die Lage äußerst bedrohlich, ja mehr als bedrohlich für Schwarz. Ein Abzug dieses Springers mit der ganz prekären Lage von Dame C3 und König G7 ist nicht zu vermeiden und letztendlich ist Schwarz auf dem Verlustpfade. Es droht zum Beispiel Nehmen mit Doppelschach und dann auch noch von dort, dass die Dame auf C7 fällt, also all das. Insofern dürfte hier Karpow nicht Springer C2 spielen, sondern nahm auf C4 mit der Dame den Bauern weg. Und jetzt droht ja wirklich zum Beispiel, sei es Springer C2, sei es aber auch Springer schlecht E2. Der König ging nach H1 und jetzt Springer F5. Ein feiner Zug. Der Turm wird angegriffen und gleichzeitig ist ja auch der Springer E4 ist bedroht. Weiß, Kasparow musste Turm D3 spielen und wenn jetzt entweder hängt der Turm oder wenn es zum Abtausch kommt, dann kann der Bauer wieder nehmen und die Dame angreifen und gleichzeitig den Springer decken. Deswegen nahm Karpow jetzt auf E2 und greift zum einen den Turm F1 an und zum anderen den Turm D3. Natürlich die Vorwärtsverteidigung, er nimmt auf D8 den Turm weg, Schwarz nimmt wieder und jetzt Turm E1. Ja, und das genau ist die Stellung, in der Kasparow vergaß, seine Uhr zu drücken. Und der Schiedsrichter van Gijsen, der holländische Schiedsrichter, der meinte nach der Partie, er habe kein Recht gehabt, Kasparow darauf hinzuweisen. Er darf das einfach nach den Regeln nicht. Und Karpow, ja, der hütete sich, der hat es sehr wohl mitbekommen natürlich und überlegte und überlegte und hätte überlegt, bis Kasparow die Zeit überschritt, bis der es dann schließlich plötzlich doch merkte, erschreckt auffuhr, wirklich Grimassenschnitt, aber nicht mehr über Karpow. Und dann entsetzt natürlich in den wenig ihm verbliebenen Sekunden noch die Züge unter Dach und Fach zu bekommen. Das war immerhin der 26. Zug erst. Also bis zur Zeitkontrolle im 40. Zug waren noch 14 Züge in dieser äußerst schwierigen Stellung und in dieser, ja, für ihn schon, ja, nicht nur schwierigen, sondern wie soll er sich hier überhaupt noch seiner Haut erwehren? Jetzt spielte Karpow Turm E8. Und bedrohte noch einmal den Springer auf E4. Und Kasparow Dame A5 und dachte, wenn du meinen auf E4 nimmst, dann halte ich mich am Springer F5 schadlos. Aber auf dieser fünften Reihe unterbrach Karpow mit B7, B5, sodass die Dame eben jetzt hier nicht mehr zum Springer F5 blicken kann. Kasparow spielte Springer D2 und die angegriffene Dame nähert sich dem Springer an und bedroht ihn auch. Allerdings ist der ja noch durch die Dame A5 gedeckt, aber Sie sehen schon, Weiß ist vollkommen, Schwarz hat das Heft des Handels völlig übernommen. Er hat nicht nur einen Bauern mehr, er steht auch klar besser. Der Springer geht jetzt nach B3. Und hier war schon die Gelegenheit zu Läufer F3. Ein feiner Zug. Denn wenn jetzt Weiß den Turm nimmt, dann kommt einzügig Schach und Matt. Der Läufer kann die Dame nicht nehmen, denn er ist ja gefesselt von dem Läufer F3. Ja, und wenn man hier nur noch wenige Sekunden hat in solch einer Stellung, dann läuten wahrhaftig schon die Totenglocken. Und was sollte jetzt hier Kasparow noch tun? Er nahm auf F3. Natürlich nahm die Dame auf F3 wieder mit Schach. Der König muss nach G1 gehen. Jetzt Turm schlägt E1 mit Schach.
Die Dame nimmt wieder, aber jetzt Springer E3 und gegen das Matt auf G2 ist letztendlich kein Kraut gewachsen, denn wenn die Dame es so deckt, dann kommt die Dame mit D1 Schach. Dem König ist das Feld G2 durch den Springer E3 verwehrt und natürlich Dame F1 hätte unmittelbar das Matt auf F1 zur Folge. Ja, das, Sie können sich vorstellen, nach dieser Partie war Kasparow natürlich am Boden zerstört. Aber wie sagte schon seine Mutter auf die Frage, was sie am meisten an ihrem Sohn schätze? Das ist seine Energie, die ist wie Dynamit. Und in der Tat, mit dieser Energie sondergleichen hat er sich auch nach dieser Niederlage wieder hochgerabbelt. Wie überhaupt schon beim ersten WM-Kampf gegen Karpow im Jahre 84. Da lag er schier aussichtslos mit 0-5 zurück und 0-6, noch eine Niederlage, hätte die Höchststrafe und Matchverlust bedeutet. Und er hielt aber diesen ungeheuren Druck stand, holte sogar langsam auf 5-3 auf, Remisen zählte nicht, bis schließlich der Wettkampf unter ungeklärten Umständen abgebrochen wurde. Und auch in Sevilla, er war auch, das Wasser stand ihm bis zu Hals. In der vorletzten Partie hat er verloren, Karpow führte mit 12-11, ein Remis in der letzten Partie hätte ihm gereicht. Und trotzdem brachte Kasparow die Größe und die Energie auf, so langsam in der allerletzten Partie, in der alles entscheidenden Partie, Karpow niederzukämpfen. Diese seine Energie ist wahrscheinlich wirklich Kasparows größter Schatz, neben seinem unzweifelhaft großen Schachkönnen.